Dafür gehe ich jetzt mal in die letzte Runde für heute. Dann kann auch der Rechner hier, der Laptop, der alte, auch sein Nickerchen mal machen für heute. War lang genug an. Eine Stunde vielleicht. Nee, 2, 3 Stunden bestimmt. Dann. Obwohl, wann bin ich denn hier gekommen? 2 Stunden jetzt. Bisher war er an. Bin ja erst so kurz vor 18 Uhr nach Hause gekommen nach 10 Stunden Arbeit. Was macht man hier alles für seine Kinder? Und später habe ich noch ein eigenes. Meine Güte. Wer schuld, Bionalu? Ein Glück, dass die gerade woanders ist. Dann kriege ich diesmal keine auf den Deckel. Und die wird die Folge sehen, dann kriege ich sowieso wieder eine auf den Deckel. Ja, ich mache jetzt gerade so ein bisschen das, was ich schon fertig habe, bevor ich dann irgendwie. Ich werde hier sowieso die Hälfte vergessen, wahrscheinlich. Ich folge einfach mal der Straße und dann gehe ich wieder zurück, bis ich irgendwann mal wieder am Ziel bin. Und dann fällt mir auf, oh, da habe ich auch wieder was vergessen. Dann muss ich wieder von neu anfangen. Kenne mich ja. So, da ist jetzt was. Da kann ich jetzt wieder zurückgehen. Wie man sieht. Das mit dem Laternen wird natürlich ein bisschen doof werden, weil die sind so empfindlich draufzusetzen, die Laternen, dass man da schon ein bisschen kniffeln muss. Und das wird dann ganz schön auf die Finger gehen. Um ehrlich zu sein. Oh ja, jetzt wünsche ich mir eine Benny Hill Show. Und dann meckert der YouTube gleich wieder rum. Ja, so, sie haben, kriegen ja gleich eine Sperre, weil sie irgendwas verwenden. Naja, die haben sich damals so bekloppt. Ja, hier geht's weiter, genau. Dann bin ich wieder mein Ausgangspunkt, wo ich von angefangen habe. Passt mir ganz gut. Wenn du willst, singe ich dir deine eigene. Dazu muss die Folge aber auch in den Tempo gehen hier. Und im Moment mache ich die gerade für die Laterne hier alles fertig hier, damit hier alles dann beleuchtet ist. Später werden, kommen dann die Bäume hin. Und so weiter, da muss ich mal gucken, dass das dann noch alles passt. Weil wenn ich jetzt hier irgendein Gebäude zwischensetze, dann reißt es mir bestimmt wieder ein anderes Gebäude zur Hälfte ab. Wenn man das echt nicht einschätzen kann. So. Wo muss ich. Ach du Scheiße. Na, da habe ich mir jetzt eine Strecke ausgesucht. Ja, ich krieg die noch hin. Da kriege ich noch. Einen Teil werde ich sowieso wieder offline machen. Damit ich dann neue Straßen bauen kann, denn die Straßen werden noch lange nicht fertig sein. Ich warte auf den Tag dann, wo die fertig sind. Ja, wenn das weiter so in dieser doppelten Arbeit dauert, dann ist das natürlich was anderes. Ich habe gerade meiner Freundin geschrieben, dass wir gestern einkaufen waren. Diese Viertelstunde Hinweg ungefähr. Zurück haben wir ja ein bisschen länger gebraucht. Ich glaube 20 Minuten oder 25. Das hat ja ein bisschen länger gedauert. Aber ich habe ihr geschrieben, ich sah bestimmt aus wie eine schwangere Ente. Ich musste zweimal Pause machen und ich habe jetzt auch schon das Gefühl, ich laufe wie eine Schwangere. Ich finde, das ist viel zu früh. Das sollte erst eine Woche vor der Entbindung kommen. Entbindung, so ein furchtbares Wort. Ich entbinde dich deiner Pflichten. Raus mit dir. Schwupp. Das ist ja auch. Das Baby kann dann für sich selber sorgen.
Ich weiß nicht, Geburt klingt irgendwie netter. Mit Geburt verbinde ich wenigstens noch Geburtstag und nicht. Wir schneiden es raus. Ah ja, wir schneiden die Kinder einfach raus. Um Gottes Willen, das ist ja mal ein Abenteuer. Wir gehen auf die Pausentaste, während sie schreien. Und dann sind sie entbunden aller Pflichten. Nee, wir gehen nicht auf die Pausentaste. Es hört sich ja sowieso alles gleich an. Zum Beispiel Tokyo Hotel mit Schrei. Die entbinden gerade ein Baby. Das war kein Lied, das war eine Entbindung. Finde ich. Und darauf haben die damals gestanden. Zur damaligen Zeit. Überhaupt nicht. Der ist ja bestimmt jetzt schon uralter Typ. Also 10 Jahre jünger als du, ja? Ja. Ist der nicht erst 25 oder so? Ja, der hat genug rumgeschrien, um Geld zu bekommen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Sag dazu jetzt nichts, sonst wird dein Video nur gestrikt, weil irgendwer gegen dich klagt. Ja. Oh, jetzt so. Fehlt noch eine Straße. Oh Gott. Ich dachte, du willst Häuser bauen, aber du machst gerade den Straßenbauarchitekt. Ich mach Straßen. Ich hab die Häuser, jetzt kommen die Straßen dazu. Lass ich sag du das ja. So. Da gibt's doch eh keine Autos. Da kommen auch noch Laternen, das muss noch was aussehen. Ja, aber das ist voll LW, Alter. Ja, was bleibt mir anderes übrig? Was ich? Da war es, was ich mit dabei drauf gespuckt, weil ich sie antworten wollte. Kannst du die mal aufheben? Ich bin schwanger. Nee. Kalle. Hier, mach rein. Sapper. Als ich mein Traube essen musste, lachen, oh, dann ist ihm aus dem Mund gefallen. Ich hatte gerade eine Sapper-Traube. Das war keine Weintraube, die war vollgesabbert. Ja, eben, die war vollgesabbert. Mann, hat sich nur halb im Mund, jetzt hör doch mal auf hier. Da war bestimmt nicht nur Speicher. Wenn ich unser Kind kriege und du machst dich über mich lustig an diesem Tag. Ich sag's dir jetzt nicht, dass du dich wunderst. Je, da kommt ja was raus. Ich habe zur Sicherheit Tiere mit, um mich von dir scheiden zu lassen. Ih, da kommt ja was raus. Herr von und zu. Habe ich hier schon einen Zugang gemacht? Nein. Dann muss ich hier noch einen Zugang machen. Eins, zwei, auch nicht solche drei. Sprüche wie am Tag der Zeugung hat sie die gleichen Geräusche gemacht. Ich glaube, wenn ich ein Mann wäre, wäre ich ein richtiger Assi-Mann, wirklich. Ja. Dann gehen noch viel schlimmere Sachen auf den am Petter Tag der Zeugung hat sie die gleichen Geräusche gemacht. Quick, 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 quick. Oh Mann. Die Geschichte, die ich dazu sage, erzähle ich aber übrigens nicht. Willst du die Sache mit dem Meerschweinchen wirklich erzählen? Nein. Schnucki, die Ventron wieder gekauft hast, die schimmelt schon zur Hälfte. Hä? Die habe ich nicht gekauft. Na doch. Aber die habe ich ja gestern geholt. Da musst du besser aufpassen. Ah, egal. Das aber war... die du heute geholt hast, sieht gut aus. Ich hole die deswegen immer locker. Die sind ein bisschen teurer, aber haben meistens eine bessere Qualität. Okay, manchmal eine bessere Qualität. Nicht immer. So. Wäscheständer. Muss ich mich noch um die Wäsche kümmern? Nein, die habe ich heute Morgen schon vor der Arbeit erledigt, die Wäsche. Genauso mit dem Geschirrspüler, Waschmaschine, Vorbereitungen. Meine Getränke habe ich vor der Arbeit gemacht, also ich. Ach, das mache ich dann alles im Schlaf. In den Haushalt. Du musst dich mal was fragen, aber jetzt musst du mal ganz kurz Pause machen. So, wieder zurück. Ist mal kein Wegpunkt gesetzt. Der Weihnachtsmann leuchtet mich auch schon an. Ich bin auf der Zielgeraden. Auf einer kleinen Strecke. Hoffe ich zumindest. Nicht. Ich möchte nämlich die große Strecke schon erledigt haben. So, das habe ich schon miteinander verbunden. Das wird noch. Das Fußballstadion muss ja noch verbunden werden. Stimmt ja. Das ist ja auch noch was.
Wenn Schlitten muss auch noch, denke ich mal, oder war ich das schon? Wenn da eine Straße ist, dann ist die bestimmt schon verbunden Erzähl mal, miteinander. was ich heute zum Mittagessen Schrägstrich Abend gegessen habe. Was hast du denn gegessen? Ne, war nicht mehr. Weiß ich nicht mehr. Ey, passt ja nicht. Weintrauben hast du gegessen. Ja, das war das einzig Gesunde. Pudding. Hä? Nee. Okay, Du da habe ich keine Ahnung. warst doch gerade dabei. Ja, du, ich leide unter Alzheimer, wenn ich den ganzen Tag gearbeitet habe. Ich habe eine ganze Büchse Linsen, Erbsen, nee, doch Linseneintopf gegessen. 4 Scheiben Toast. Eine kleine Büchse Sauerkraut. Dann habe ich noch ein paar Nüsse gegessen. Eine ganze Schale Weintrauben. Also entweder platze ich oder es kommt bald. Also es sollte schon bald kommen. Das Atomkraftwerk geht in diese Richtung. Das heißt, ich muss hier mal gucken, wo hier der Eingang ist. Fliehen solltest du auch. Auf jeden Fall muss ich hier eine Straße hinsetzen. Also ich in habe die heute Richtung. irgendwie doppelt gegessen, weil ich Mittag nicht so richtig hatte. Weil ich doppelt das andere gefuttert. Okay, da ist eine Straße. Da muss ich hin. Wow. Morgen bestraft mich die Waage bestimmt wieder. Richtige Büroräume. Na, ich werde mal diesen Weg schon mal freibuddeln quasi.